Wir wollten uns nochmal bei RTL recht herzlich bedanken für die kostenlose Werbung. Wir wären nicht in der Lage gewesen, diese Werbung zu bezahlen. Tufail ibn Amr al-Dawsi, der kam von außerhalb Mekkas, kam dann nach Mekka und der hat sich Baumwolle in die Ohren getan. Und die gesagt haben, hör dir bloß nicht zu. Wenn du zuhörst, der verzaubert dich. Und dann ist er reingegangen, er war so neugierig. Hat er doch das rausgenommen, zugehört und den Koran gehört. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Auf jeden Fall, er hört zu und nimmt den Islam an. Guck mal, der ist reingekommen. Und so passiert uns das auch oft. Die Leute kommen immer vorbei, wollen sich einfach mal die Hassprediger anhören. Die Hasspredigt. Ja. Und dann kommen sie vorbei, hören zu. Und danach sagen sie, ey, war ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, was wir erzählt haben. Deswegen sagen wir nochmal zu den Medien, weitermachen, weitermachen. Immer weitermachen. Kostenlose Werbung. Wir wollten uns nochmal bei RTL recht herzlich bedanken für die kostenlose Werbung. Wir wären nicht in der Lage gewesen, diese Werbung zu bezahlen. Ja. Obwohl, das hat man ja auch schon gehört. Ne? Hey, Islamprediger fährt mit einem dicken Auto durch die Gegend. Habt ihr meinen dicken Wagen draußen gesehen? Opel Corsa? Ja. Aber das ist ja nicht mein Auto. Ich habe nämlich gar kein Auto. Deswegen steht ja auch MS drauf. Ja, aber das Problem ist, er kam mit einem, was war das? Was war das? Von Auto Touareg oder wie heißt der? Ach so, Audi R8, das war in Hamburg. Da ist irgendeiner zu meiner Kundgebung gekommen und hat 300 Meter weiter ein Audi R8 weggestellt. Und dann steht, heiße Schlitten bei Islamprediger. Ja, da sind die hier. So sind die, ne? Islamprediger und dann hier sich das dicke Geld in die Tasche am Stecken. Deswegen habe ich auch hier das moderne Handy. Guck mal hier, ganz modern Nokia. Das ist auch nicht mein Handy. Habe ich geschenkt bekommen.